Hey und herzlich willkommen zurück zu Divinity Original Sin Enhanced Edition mit der Luzi. Hey. Die schon aus dem Bild gerannt ist, wie immer, weil sie es eilig hat. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Der hat eine Menge Geld eigentlich, der Typ, dafür, dass er irgendein Typ ist. Der Bürger, aber ich wollte zum Käsemann. Wo ist der Käsemann? Da ist der Käsemann. Ah, oh, er hat wieder 16 Käse. Mal gucken, ob mein Geld reicht. Ich weiß gar nicht, was der kostete. 32. Ja, das reicht gerade so. Das ist gut. So, ich habe 16, 19 Käse. Ich kann ein bisschen Käse verteilen, falls du Interesse am Käse hast. Mhm. Aha. Was hat denn der Wollgraf eigentlich noch? Mal gucken. Hat der Geld? Hm. Nee. Geld hat er nicht. Ach, da ist ein Feuerfall noch. Wo kommt der denn her? Ich habe ihm noch mal was zugeschoben eben. Schön. Ach, ein Explosionspfeil habe ich auch noch. So, haben wir noch irgendwas, was wir verkaufen könnten? Ach ja, hier. Die eine Armbrust. Der braucht Gewandtheit 8. Das habe ich jetzt verpasst. Allerdings ist sie halt auch gut, ne? Die haben wir ja auch ausgerüstet, glaube ich. Also, das haben wir hier, oder? Das ist die, genau, 7er. Dann würde ich hier die sogar verkaufen. Ich weiß gar nicht, wo ich mit den ganzen Büchern und so hin soll, irgendwie. Das ist der Bogen und da hat er ja den Bogen. Ich kann ja jetzt Bögen reparieren. Den kann ich trotzdem mal kurz zur Reparatur an Kumpel geben und den gebe ich an Kumpel. So, der Kumpel, der macht folgendes. Nimmt hier seinen geilen Hammer und benutzt ihn nochmal auf den Bogen drauf. Und gibt das Ganze an Wollgraf zurück. So, Wollgraf wiederum schnappt sich den Bogen und rüstet ihn aus. So. Das wäre gut, das darf er behalten alles hier. Das ist supi. Das Fähigkeitenbuch, da weiß ich, da habe ich auch nicht drauf geachtet. Doch, ich konnte, ich habe Scharfschütze gelernt. Yay. Yay. Was bringt mir das? Kann ich da irgendwie... Weitsicht kann ich jetzt benutzen. Sehr geil. Ich bin nur hier total zugeklumpt. Aber gut, das Ölfläschchen, das kann da raus. Ja. Du bist doof, Wollgraf, du bist doof. Du bist doof, Wollgraf. So, dann kann ich nämlich hier die Dolche hinlegen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob der da beide braucht. Jetzt hat er zwei Dolche ausgerüstet, jetzt verschwindet der andere aber irgendwie gefühlt. Ich hier zurückwechsel, dann ist er wieder da, aber ich brauche nur... Ne, dann hat er nur einen ausgerüstet. Schade, man kann das nicht, dass er beidhändig da so umstellt. Ich finde es schade ein bisschen. Es geht leider nur mit zwei Schritten. Na gut. Ich, ich kaufe mir mal eine Fähigkeit, die den Statuseffekt betäubt aufheben kann. Ja. Weil wir nochmal in so ein Blitzgedöns kommen, weißt du? Ja, ist gut. So, der Wollgraf hat jetzt 4 Runden eine verbesserte Sicht, so wollen wir eine 50 plus 50 erhöhte Trefferwahrscheinlichkeit mit dem Fernkampf von Waffen. Sehr geil. Da kann ich jetzt ein Adlerauge machen hier. Also ein Falkenauge sozusagen. Ja, eigentlich ja, doch Falke ist das richtige Tier. So, der hier macht nochmal gerade den Wollgraf ganz. Das ist noch nicht viel, aber das fehlt halt. So, was ich noch machen wollte ist, ich habe jetzt noch Zeug, was ich verkaufen kann. So, das ist die Pfeilmacherin, meine Lieblingsverkäuferin hier. Was hat die da noch Tolles? Also, du kriegst jetzt erstmal dann verkauft. Das hatte ich vor. Hier den veralteten Eisenhelm. Die Armbrust, das ist jetzt... Genau, die kann er hier nicht benutzen. Und das hier, der ist outdated. Und dann kriegst du noch dazu die leere Granate. Granate. Ach, die Orkhaue auch. Was soll es denn? Und eine Knoche.
Muss ich mir am Ohr jucken ganz schnell. Au, au. Und dann hier die Armschienen auch noch. So, das bringt eine Menge Geld ein. Kannst du... hast du irgendwelche Wiederbelebungsrollen bekommen? Ich habe aktuell zwei Stück erwerben können. Okay, das ist gut. Wer Madura benutzt hat die? Jetzt eine, das heißt, ich kann jetzt eine, habe ich dann... Oh nee, ich habe sogar drei. Warte mal, wie viel brauchst du? Ich bin gerade am... Ich geb... Also ich habe eine am Manne, ich muss Wolfkraft gleich nochmal checken. Das okay, weiß ich noch nicht Bescheid. Mehr. Ja. Ich wollte mal mit der Madura zu dem Leutnant gehen, zu dem Dings. Warte mal, der heißt Hauptquartier der Legion, weil der Aureus, der kann der wohl eine andere Stärke geben. Mhm. Ich glaube, ich gehe da mal kurz hin. Ja. Ich kann das nur nicht, wie du sagst, mit dem automatisierten Laufen. Das kann ich irgendwie ich nicht. Ich gehe zur Karte halt oben. Also ich glaube, die... Ich saus halt dahin mit WASD und drück dann da und dann läuft er halt selbst. Aha. Naja, ich geh mal grad gucken. Mhm. Warum steht denn da überall Scharfschütze drüber? Weiß nicht. Hm. Was willst du denn machen? Ach, ich bin in unserem Rumlesen. Okay. Ich glaube, den Wasserfall spare ich mir. Weil vielleicht ist nämlich für die Madura was dabei. Die hat nämlich noch ein bisschen Luft nach oben. Hm. Mhm. Okay. Das sieht ja komisch aus. Mhm. Achso, ich bin von der anderen Seite gekommen. Mhm. Ich bin ja gerade am Durchlesen, mich. Der silberne Pfeil ist erstaunlich günstig. Aber die Niederschlagpfeile sind schon praktisch, ne? Naja. Auf Wiedersehen. So, dann der Wolfgraf. Kriegt jetzt erstmal die Pfeile von mir. Die ich da wieder für ihn gekauft habe. So, hat Wolfgraf alles gekriegt. Sehr schön. Dann habe ich hier noch Käse, den teile ich. Also, ich kann hier eine Fähigkeit erlernen. Brauchst du Käse? Nee. Okay. Das muss ich wissen. So. Dann haben wir hier den Eispfeil. Den Niederschlagpfeil. Und dann hatte ich ja noch irgendeinen Pfeil, oder? Nee. Noch einen Pfeil hatte ich nicht. Das kann ich noch einem Kumpel geben. So, da hat er eigentlich auch ein paar Mahlzeiten hier und da, die er futtern kann. Ach, das ist leer, der Rucksack. Noch brauchen wir den Rucksack irgendwie nicht. Bei mir sind noch Bücher drin. Mhm. Vielleicht sollte ich mal hier meine... die Bücher alle in den Rucksack. Das wird ein Bücherrucksack. Vielleicht verkaufe ich auch irgendwann die Bücher alle. Keine Ahnung. Die müssten ja alle gelesen sein. Ich meine, da bin ich immer schön fleißig gewesen beim Lesen. So. Sind alle Bücher im Rucksack. Die Stoffreste könnte ich noch verkaufen. Das wäre eine Maßnahme, ne? Kriegst auch du. Mein Gott, hat die ein Geld. Was ist mir die ganze Zeit zuschiebt?
Wer? Hm? Die Drulla da. Hm. Die Fallmacherin. So. Das ist ja schon mal gut. Will ich nochmal bei der vorbeigucken. So. Mhm. Was labert die ganze Zeit? So flüchtig. Wer labert die ganze Zeit? Ah ja, die da hier so. Die da hier so. Die Cecilia ist die Cecilia, die Zaubererin. Ich habe gar kein Fallenentschärfer-Werkzeug mehr. Hatte ich das nicht mal? Das weiß ich nicht. Deshalb. Da bin ich aktuell ein bisschen überfragt. Oh, das kostet ein bisschen zu viel für mich. So, ich werde jetzt mal der Madora ihr komplettes Geld auf den Kopf hauen. Dafür kriege ich aber eine super Waffe. Okay. Und eine verstärkte Eisenrüstung der Lebenskraft und würde noch eine Fähigkeit erlernen des verkrüppelten Schlages. Uiuiui. Und würde erlernen Fähigkeiten Buch der Wundheilung. Uiuiui. Kann ja uns nicht schaden, nee, oder? Nee, alles ist gut. Also was uns weiterbringt, bringt uns weiter. Hört sich komisch an, ist aber so. So. Aber es geht nicht. Ich muss doch, ach, ich kann irgendwas. Ich verkaufe alles, was ich brauche. Welche Stufe bin ich? Kannst du das gerade irgendwo sehen? Du musst 8 sein, nur wie ich auch, oder? Okay, dann kaufe ich das Schwert nämlich ein anderes Mal. Ja. Ach, der Steinpilz heilt. Ach, richtig, Pilze wollte ich noch besorgen. Die sind ja... Die heilen ja schon so beim Futtern. Dann tue ich das hier dann noch angedeihen lassen. Der Papierbogen auch natürlich. Der Schleifstein. Angeblich können damit... Den heile ich nochmal auf. Der Becher Wasser. Der Krug Bier, den kriegst du auch. Komm hier, das ist nochmal 15 für mich. Das ist gut. Soll ich besser die Rüstung nehmen oder die Fähigkeit? Ich kann mir nicht beides leisten. Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Aber Fähigkeit ist natürlich nicht so falsch, ne? Das ist schon eine ganz gute Geschichte mit einer Fähigkeit. Dann nehme ich vielleicht einfach einen besseren Helm. Mhm. Für den Anfang. Aber ich kann ja... Warte mal, ich habe... Okay. Tagebuch. Ich mach Blödsinn. Bitte? Ich sag du, ich mach Blödsinn. Dudel, ich bin gleich soweit. Diese Fisch hier. Wie krass. Mhm. Kannst du mir gerade einfach mal 100 Gold an die Madora schieben? Nee, ich hab keine 100 Gold. Weil ich würde sie dir dann gleich zurückschieben. Ich hab keine 100 Gold. Weil ich komme jetzt nicht an die Luzi dran. Okay. Dann kann... Nee, weil ich mach's halt dann anders. Ich kaufe jetzt nur die Fähigkeiten. Ich weiß ja, wo ich dann hin muss das nächste Mal. Jo. Oha. So, ich habe 100 Gold gestohlen. Ich schieb sie dir rüber. Wie bitte? Ja. Mhm. Warte. So, wo bist du?
Wo bist du? Du musst es nur an Madora geben, oder nicht? Du brauchst ja, ich brauche dich in Reden der Nähe. Ich kann das so nicht über die ganze Karte schicken. Ich bin beim Aureus. Okay, dann muss ich erstmal den uns hier verknüpfen wieder. Hier war nämlich ein Schlingel am Werk, gerade eben. Und der hat gerade 97 Gold geklaut. So, an Kumpel geben. Vollkraf, du altes Luder, wir haben die Pfeilmacherin bestohlen. Mhm. Tja. Und noch ein Pfeil geklaut, ein Giftpfeil. Wie viel hat denn der Wollgraf in Taschendieb? Ich habe mich vorher versteckt. Bin hinten durch die Büsche und habe von hinten ihren Laden geräumt. Also ich hätte noch mehr geräumen können, aber ich wollte nicht übermütig werden. Doch, ich habe jetzt genug zusammen. Ja, toll, da komme ich jetzt angelatscht dafür, dass du genug zusammen hast. Ja, ich habe jetzt halt alles zusammengekratzt, was ging. Ich habe ja jetzt dafür auch nur den Helm und nicht... Und du brauchst jetzt keine 100 mehr. Gut. Nee, dann hast du sie doch, ist doch gut. Ja, ja, ich habe sie. Ausrüsten. Haha. Was denn? Ich habe ihm meine Rüstung verkauft und habe ja keine Rüstung gekauft. Du hast sie ihm verkauft? Du bist nackig, ja. Sehe ich. Mist. Entschuldigung. Du Nuss. Ah. Naja, ich krieg zwar jetzt die nicht mehr, die ich hatte, aber dann versuche ich halt eine andere zu kriegen. Ich kann nämlich auch die eine Fähigkeit nicht lernen. Okay. An Madora. Wir müssten eigentlich, wenn du so gut Taschendieb spielst, nein, ich noch mal bin kein Taschendieb. Ich schleiche einfach nur und habe mich gerade mal da rein. Oh, ich habe gefunden, das leere Fähigkeitenbuch der Hexerei. Damit kann man ein Fähigkeitenbuch herstellen. Mhm. So, noch irgendwas? Hier ist noch ein Sack. Mit der Treppe ist nichts mehr? Nö, das war's. Da ist alles nichts mehr da. Ja, gut. Hat der Wollgraf auch einen Dolch? Ja, der hat zwei. Ich gebe dir mal ein Fähigkeitenbuch an, Wollgraf. Ja, der Wollgraf muss erstmal hinten aus seiner Ecke wieder rauskommen. Ist nämlich eingesperrt im Moment. Lalala. Hat sie ihre Rüstung verkauft? Du bist so knuffig. Ja, ich weiß. Ich lach mich auch drüber tot. Man hört es. Dir laufen schon die Tränen vor Lachen, richtig? Mhm. Oh ja. Hast du ihm die Rüstung verkauft? Der ist echt putzig. So, Wollgraf. Du hast jetzt hier ein bisschen Getreide, das kannst du einem Kumpel geben. Dann hast du hier das Fee. Ach, das Ding. Deshalb wollte ich kaufen tatsächlich. Kann er das lernen? Ja, er hat Schuft gelernt. Augenstich. Supi. Ja, genau. Das hier gebe ich mal an dich, weil vielleicht kannst du irgendwann mit dem Buch was machen. So, der alte Schuft. Ich habe hier viel zu viele Waffen bei ihm. So, wo ist er denn, der Wolli? Geh mal hier an Kumpel wieder dran. Zack. Ne, das geht ja nicht. Das geht nur hier. So. Und dann hatte ich hier jetzt das hier, der 8. Augenstich. Dann lasse ich das Schleichen mal da liegen, wo es ursprünglich war. Und dann kommt der Augenstich hier hin. So gut. Was der für Fähigkeiten hat. Beschleunigung, Schattengang, Zerreißen. Der ist so richtig voller Fähigkeiten. Ich muss hier, glaube ich, auch bald die Waffen aus der Leiste beim Rausziehen. So voller Fähigkeiten ist der. So, ich habe es jetzt gleich. Ja, ist gut. Dann habe ich auch alles, was ich brauche. Mhm. Also du konntest diese eine Fähigkeit erlernen, die ich dir gegeben habe. Ja, ja. Das freut mich.
Die konnte ich erlernen, ja. Wolkraft konnte sie erlernen. Hat sie. So, jetzt stimmt es aber hier. Jetzt kann ich die wieder anziehen. Dann habe ich jetzt trotzdem eine bessere. Zwar mit bisschen hin und her, aber... Aha, okay. Gut, dann passt das jetzt. Okay. Aber irgendwas ist... Also, ich möchte gerne noch mal oben bei Aarhus ins Studierzimmer. Da ist immer noch dieser Questmarker. Mhm. Machen wir sofort. Ich bin jetzt mal oben. Vielleicht musst du auch mal mit dem reden oder so. Ja, ja, ja. Das hatten wir alles schon. Ich mach gerade mal kurz noch den Pilz in meine Essleiste und dann geht's los. Ich habe keinen Heiltrank mehr. Schade eigentlich. Aber Heiltränke sind halt auch teuer, ne? Heiltränke? Mhm. Warte mal, hat Wolkraf eigentlich eine Wiederbelebungsrolle? Nee, hat er nicht. Doch, hat er eine. Ich habe eine Wiederbelebungsrolle an jedem Mann. Ich weiß nicht, wie viele du hast. Ich habe auch. Bin ausgestattet. Nein, hast. Wie viel hast du? Ich habe sogar drei. Dann verteil die doch bitte auf drei Leute auch. Dass also drei Leute zwei haben. Der Wolkraf zum Beispiel ist ein potenziell... Naja, wobei hängt von den Kampfverhandlungen ab, ne? Aber wenn der sich raushält, dann ist er eigentlich ein guter Heiler. Von hinten her, also ein Retter. Also ich gebe dir jetzt an Wolkraf eine. Ja, ja. So, dann habe ich jetzt zwei und der Wolkraf. Mhm. Und wir müssen irgendwie den Ahu ablenken, damit ich mal hier in Ruhe gucken kann. Weil ich bin jetzt auch bei Taschendieb auf drei. Ja gut, Taschendieb machst du ja am Mann, ne? Ja, wo ist denn der Ahu? Da hinten die Katze, die da läuft. Wo? Da hinten. Ach, da hinten. Aber solange der hier rumrennt, ist es, glaube ich, blöd. Speicher bitte vorher, ich möchte das gern probieren. Ja, ja, ich wollte auch was probieren. Weil ich mich jetzt erstmal hier direkt mal einmal verstecke. So, ich bin erfolgreich am Schleichen. Oh, da hat er mich entdeckt. So schnell geht das. Hat er dich entdeckt? Ja, ja, er läuft ja hier rum gerade. Mhm. Also, ich löse auf alle Fälle die Verkopplung ab, ne? Zu zweit kannst du nicht rumrennen und schleichen. So, jetzt könntest du schleichen mit einem. Quellenjäger, willkommen, willkommen! Wie wäre es, wenn ihr mir etwas von euch erzählen würdet, Ahu? Aber selbstverständlich, was möchtet ihr wissen? Wer oder was seid ihr? Oh, ich bin nur ein Zauberer und Beschützer von Mensch und Tier. Mein Körper ist wie jeder andere dem Verfall ausgesetzt, aber mein Geist ist ein Lichtfunke aus der ewigen Sonne, die die komische Seele ist. Meine Aufgabe auf dieser Erde ist es, das Herz der... Und du bist aufgeflogen. Das andere klappte hervorragend. Ah, ich war in seiner Sicht wahrscheinlich. Ja. Ich lade. Ist das okay? Ja. Der will gegen uns kämpfen. Ich lade. Ist das okay? Nein. Ist das okay mit dem Laden, ja? Ja, bevor es wieder Geschrei gibt. Ja, der hat Stufe 20. Nein, wir wollen nicht gegen Ahu kämpfen. Darum geht's nicht. Aber ich frage jetzt nochmal nach. Ja, ja. Nicht, wir müssen das aber nochmal... Irgendwas war da auf dem Schreibtisch, war wichtig für uns. Ja. Wir müssen das jetzt nochmal probieren. Da muss aber erstmal ganz weit weggehen. Ja. Hast du dich da ins Bett gelegt? In der Zeit, ja. Mhm. So, ich hoffe, es ist in der Säule. Okay. Ich habe ein paar Fragen über Sissel. Jemand hat eines eurer fehlgeschlagenen... wie habt ihr diesen magischen Ballisten entworfen? Oh, das ist nur eine Kleinigkeit für jemanden mit dem Verstand einer Katze und den handwerklichen Fähigkeiten eines Menschen. Bam baut eine klassische Balliste und fügt eine sich selbst wiederherstellende Quelle zerstörerischer Magie hinzu. Einfacher als eine Maus mit Speck zu fangen. Was können wir gegen die Untoten tun, die Sissel bedrohen?
Jene, die die Toten erwecken, sind unter uns. So muss es einfach sein. Aber obwohl ich viele Nächte damit verbracht habe, auf Bäume und Häuserdächer zu klettern und die Bewohner dabei zu beobachten, wie sie vom Wirtshaus nach Hause torkeln oder einfach nur bis spät in die Nacht arbeiten, habe ich niemanden gesehen, der sich wirklich verdächtig gemacht hat. Der Feind ist gerissen, er kennt uns besser als wir ihn und hat einen Weg gefunden, wie er weder entdeckt wird noch Misstrauen erntet. Und dennoch bin ich irgendwie davon überzeugt, dass ihr Erfolg haben könnt, wo die Legion und ich gescheitert sind. Nennt es Instinkt. Bist du da soweit? Ja, ich hatte jetzt überlegt, hier ist halt noch sein Schreibtisch. Ob du soweit bist, wollte ich wissen. Ja, ich denke schon. Ich hätte jetzt gerne noch in den Schreibtisch geguckt, aber... Ja, es liegt bei dir. Sprichst du noch mit ihm? Ja, ich frage dich nur, ob du noch so weit bist. Ich müsste halt, hier ist halt noch ein Schreibtisch, aber der steht genau auf der Höhe. Ja, na, das kannst du vergessen. Ich kann ihn ja nicht beliebig locken. Das ist ja keine Katze, auch wenn es eine Katze ist. Ich habe ja kein Fleischwurststückchen. Ich gucke gerade, was ich da für ein Buch noch bekommen habe. Geheimnisse der Schriftrolle. Lass uns das Thema wechseln. Ja. Also muss ich weiter mit ihm reden? Ich dachte hier, ich hätte irgendwas noch aufgesammelt, aber anscheinend habe ich das nicht. Ich bin dann mal weg. Ja. Ich habe Sternenstaub als neues Rezept bekommen. Und Feenstaub. Und Feenstaub. Und Mondstaub. Liegt hier denn irgendwo was? Was interessant sein könnte. Ich speichere jetzt erstmal. Ich hatte da ins Regal geguckt, aber anscheinend ist hier nichts, was wir irgendwie verwenden können. Leere Trankfläschchen hat er da stehen. Ein Fallenentschärferwerkzeug hat er da liegen. Dann müssen wir mal wieder runter und weitermachen. Er wurde beraubt. So, das hatten wir auch. Was war hier unten im Keller nochmal? Aber wir wollen jetzt erstmal zurück in die Höhle, ne? Ja, genau. Ich denke, wir gehen in die Höhle. Gut, dann machen wir am besten die Spaltreise. Runter an den Hafen. Oder? Wir haben ja keinen direkten... Wir haben noch kein Tor gefunden. Genau, dann zum Hafen. Jol. Wobei, ist das hier die erste Folge, Jana, die wir jetzt aufgenommen haben? Ja, dann komm mal her, dann können wir uns erstmal verabschieden. Das war jetzt ein bisschen rumeideln, aber gehört auch mal dazu. Wo bist du? Zum Hafen, habe ich auch gesagt. Warum wirst du? Ah, du bist schon weg. Warum beamst du mich eigentlich mit und du kommst bei mir nicht mit? Das verstehe ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin hier immer der Host. Ich weiß es nicht. Ich bin der Horst. Mensch. Der Horst? Der Horst sagt jetzt tschö. Tschö.